Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Wie ihr seht, bin ich untypischerweise geschminkt und so halbwegs fertig gemacht. Also Frisur ist das keine, aber ich habe es probiert, nennen wir es mal so. Hintergrund ist auch schön dekoriert etc. Das hat den ganz einfachen Grund, dass ich heute mal nicht morgens gestartet habe, sondern wir inzwischen schon Mittag bzw. Nachmittag haben. Ich habe entsprechend also auch schon einiges hinter mir. Zuletzt auch einen kleinen Dreh für meine Insta-Story. Falls ihr mir da noch nicht folgt, dann tut das gerne mal. Ich heiße da genauso wie hier Fisophie. Und da habe ich für eine Firmenkooperation ein paar Sequenzen aufgenommen. Und die werde ich jetzt noch ein bisschen bearbeiten. Überall noch brav Werbung draufklatschen, weil muss ja alles seine Ordnung haben. Und dann werde ich das posten. Ich wollte aber eben noch ganz kurz diesen Vlog hier beginnen, weil ich glaube, wenn ich das jetzt nicht tue, dann wird das heute nichts mehr. Ich werde euch heute so ein bisschen mitnehmen, wieder in meinem Alltag. Ich glaube, hauptsächlich mal dabei, hier aufzuräumen, weil es ist ein ziemliches Chaos inzwischen. Und sonst habe ich für heute eigentlich, bis auf eben dieses wichtige To-Do der Story, nicht mehr wirklich was zu tun. Ich habe eigentlich so meine ganzen braven erwachsenen Dinge schon erledigt. Ich habe schon gearbeitet, ich habe schon einen Haufen E-Mails beantwortet. Ich hatte ein Meeting, eine kleine Konferenz. Ich habe den Rauchfangkehrer angerufen, weil ich die Hauptkehrung verpasst habe und hatte ein unfassbar nettes Gespräch mit der Sekretärin darüber, ob und wann der nächste Termin stattfindet von der Kehrung, weil ja, Corona und so ist halt gerade schwierig zu sagen, wann das Ganze wieder normal seinen Gang geht. Ich wollte auch eigentlich den Installateur anrufen, der hat natürlich nicht abgehoben, aber somit habe ich die wichtigsten Punkte meiner To-Do-Liste abgehakt. Das heißt, ich kann mich jetzt vielleicht etwas spaßigeren Dingen widmen. Nein, kann ich nicht, ich muss aufräumen. Ich dachte mir, ich vlogge jetzt ein bisschen mal, was ich heute sonst noch so mache, ist so 50-50, je nachdem, wie gut ich mit dem Haushalt vorankomme, weil der leider wirklich mal wieder ziemlich geschmissen werden muss, nachdem, ja, es hier mal wieder aussieht. Aber ich weiß nicht, kennt ihr das? Ich bin ein Mensch, ich bin grundsätzlich jetzt nicht so viel zu Hause. Ich arbeite zwar auch viel von zu Hause, aber ich bin auch sehr viel unterwegs und dadurch entsteht bei mir nicht so schnell Chaos, wenn ich einfach nicht da bin. Aber jetzt, da ich die ganze Zeit zu Hause sitze, ist es eine Katastrophe, weil ich einfach alles aus den Schränken reiße, um irgendwie Beschäftigung zu finden, beziehungsweise mir fallen dann so 10.000 Dinge ein, die ich ja noch machen wollte und ich kann mich einfach derzeit auf nicht nur eine Sache konzentrieren. Das ist ganz, ganz schlimm. Es ist hauptsächlich produktiv, aber auch nicht unbedingt. Und es gipfelt alles irgendwie leider immer im Chaos. Vor allem meine Küche, nachdem ich jetzt auch sehr viel koche und habe schon mal erwähnt, kein Geschirrspüler und so. Sehr unpraktisch. Aber da muss ich jetzt wirklich mal Ordnung hineinbringen. Ich schaffe es aber auch einfach nicht, jedes Mal abzuwaschen, wenn ich gegessen habe, weil dann habe ich gegessen und bin müde und muss mich ja ein bisschen ausruhen. Also schlafen muss jetzt nicht sein, aber so ein bisschen Ruhe hätte ich dann gern. Ja, dann müssen irgendwann noch Videos geschnitten werden und dann sollte ich halt meine andere Arbeit auch mal erledigen. Also ich weiß nicht, da hat man so viel Zeit in einer Quarantäne und man wird trotzdem mit nichts fertig. Aber gut, ich sehe, ich labere hier jetzt schon wieder viel zu lange. Deshalb beende ich das jetzt hier an dieser Stelle und werde anfangen, irgendwas Sinnvolles zu tun. Ich melde mich dann später wieder bei euch. Ein neues Video drehen. Hinter euch steht die Kamera und hier habe ich Laptop und Spiegel und so weiter aufgebaut und ich habe mich jetzt gerade
sehr spontan, aber doch dazu entschlossen, meine Haare mal wieder abzuschneiden. Ich weiß, das habe ich erst vor einer Woche, zwei, wie auch immer. Aber ich bin absolut nicht glücklich damit, wie das Ganze jetzt momentan aussieht, weil, ja, keine Ahnung, ich kann nichts damit anfangen. Deswegen schneide ich sie jetzt einfach nochmal. Und diesmal auch ein wenig extremer, aber das werdet ihr dann gleich sehen. Hey und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich weiß, ich habe mir erst vor einer Woche oder lass es zwei gewesen sein, meine Haare geschnitten. So, das Gepose fürs Thumbnail ist auch vorbei, jetzt schneide ich wirklich. So, jetzt. Schaust du auf dein Handy? Ja, jetzt haben wir fast gleich lange Haare. Sag was. Schön. Ja. Also ich meine, auch nur im gelockten Zustand, im glatten mag ich es noch nicht so hundertprozentig, aber ist mal wieder was anderes. Vor allem das Problem ist, ich konnte sie nicht komplett gerade abschneiden, weil dafür bräuchte ich eine Maschine, die das halt, damit das wirklich auf einer Ebene ist, weil ich habe sie jetzt nur nach vorne genommen und abgeschnitten und jetzt haben sie halt so einen Bogen, was auch okay ist, aber was nicht ganz das Ergebnis erzielt hat, was ich wollte. Ja, aber ist okay, vielleicht kannst du mir das die Tage einfach gerade abschneiden und dann geht's auch, weil so irritiert es mich halt, wenn ich sie nach vorne hole, weil sie gehen halt jetzt genau bis zur Schulter, wenn sie glatt sind und dann ist es irgendwie so ein bisschen lang unten und das irritiert mich. Hast du die Augen mal gefärbt? Achso, nö, die sind nur geschminkt. Gefärbt habe ich sie vor ein, zwei Wochen, die sind schon wieder sehr hell, deswegen habe ich sie nur geschminkt. Okay, ganz anders. Ja, geil. Wirklich total verändert. Zeig mal von der Seite. Aber hinten sind sie wirklich noch sehr lang. Ja, gell? Also ja. Sehr, aber man ja, sieht... Ja, das Blöde ist, dass sie genau aufliegen, ne? Ja, und das nervt mich. Hallo! So, einige Tage später. Ups. Eigentlich wollte ich am nächsten Tag... jetzt gerechnet von dem Clip, den ihr zuletzt gesehen habt, weiterfilmen. Habe ich nicht hinbekommen. Und nicht unbedingt, weil ich jetzt keine Zeit gehabt hätte, sondern, weiß nicht, meine Motivation war sehr im Keller. Die letzten Tage, ich glaube, es war sogar fast eine Woche oder mehr, müsste ich eigentlich mal nachsehen. Ja, eigentlich war mein Plan, wie gesagt, so wieder für ein paar Tage meinen Alltag zu filmen, aber ich habe es einfach nicht hinbekommen, weil ich so, wie sich das jetzt momentan entwickelt hat und ja, was da so in den Pressekonferenzen gesagt wurde, wie es halt weitergeht, jetzt so, ich nicht mit allem ganz glücklich war. Und seit ich in der Isolation bin, war es irgendwie zum ersten Mal so, dass ich mich wirklich unwohl gefühlt habe, weil sonst komme ich eigentlich sehr, sehr gut damit klar. Aber ich weiß nicht, so die letzte Woche war ich wirklich schlecht drauf und ich habe kurz überlegt, ob ich euch das auch zeigen soll, weil das ist ja natürlich auch einfach ein Teil meines Lebens, aber ich habe mich selber einfach so unwohl dabei gefühlt, mich zu filmen und dann mache ich das auch einfach nicht. Wie gesagt, ich hätte mich jetzt nicht unbedingt geschämt, mich auch in so einer Situation zu zeigen oder sonst irgendwas, ist mir quasi egal, aber ich hätte euch so auch nicht wirklich was zu sagen gehabt. Also ich war einfach sehr schlecht drauf und habe jetzt auch nicht unbedingt produktiv was weitergebracht. Also ich weiß nicht, vielleicht wenn ihr mir auf Instagram gefolgt habt, habe ich mich hauptsächlich in so ein paar künstlerische ja, Aktivitäten gestürzt. Also ich seht vielleicht hier auch im Hintergrund zwei große Bilder, also so Leinwände. Ich habe für mein Schlafzimmer Bilder gemalt und das hat mich sehr gut abgelenkt.
Und der Grund, weshalb ich da jetzt nochmal Bilder stehen habe, ist, dass meine Mama auch sehr gerne jetzt Bilder hätte, weil ihr das so gut gefallen hat, was ich gemalt habe. Und also für mich eben. Und jetzt hat sie gesagt, ah, jetzt wird sie so freuen, wenn ich hier auch was malen würde, weil sie so unzufrieden ist, wie ihr Wohnzimmer derzeit aussieht. Und dann habe ich sie einfach mal gefragt, was sie denn möchte. Und das hat sie mir ungefähr beschrieben. Und auch die Farbgebung und etc. Das heißt, ich werde mich demnächst mal hinsetzen und werde auch für sie ein bisschen was machen. Ich blende euch übrigens kurz ein, was ich für mich gemalt habe, falls das irgendjemanden interessiert. Ich hatte nichts wirklich geplant. Es war einfach mein Wunsch, irgendwas Abstraktes und eben in diesen dunklen Grau-Blau-Tönen. Ich hatte nicht wirklich eine Vorstellung, ich habe mir ein bisschen eine Skizze gemacht. Ich wusste, dass ich es versetzt haben will und ungefähr die Farbgebung. Und dann sind erstmal diese Blau-Grau-Schraffierungen entstanden und dann oben drüber noch so ein bisschen das Muster, was das Ganze dann ein bisschen mehr miteinander verbunden hat. Den Prozess wollte ich euch eigentlich auch ein bisschen abfilmen. Weiß nicht, hatte ich kurz darüber nachgedacht, ob ich mich einfach dabei filme, wie ich halt so ein bisschen am Boden rumkrabbel und das Ganze male. Ist nicht dazu gekommen. Vielleicht mache ich das jetzt, wenn ich das filme. Vielleicht mache ich das jetzt, wenn ich das Ganze male. Ich weiß es selber nicht. Ich bin momentan irgendwie so... Es tut mir mittlerweile, glaube ich, echt nicht mehr gut, nicht mehr unter Menschen zu kommen, weil ich irgendwie so mit meinem Sprachfluss Probleme kriege, aber... Gut, kann man jetzt nichts machen. Und ich sehe, ich laber schon wieder unfassbar lange. was werde ich euch jetzt zeigen, heute eventuell? Keine Ahnung, ich weiß noch nicht, wie das hier weitergeht. Ich habe auf jeden Fall vor, also es ist jetzt schon, 15.21 Uhr. Wir haben Donnerstag und ich hatte schon Homeoffice, ich habe schon eine Konferenz gehabt, ich habe mir schon was zu essen gemacht und... Post bekommen und dieses Paket habe ich schon sehnlich erwartet, denn das ist von einer Firma, mit der ich eine Kooperation habe und da werde ich mich vermutlich heute hinsetzen und das Video dafür drehen, weil ich denen das auch im Vorhinein schicken muss, damit die mal kurz drüber schauen. Es ist oft so bei Kooperationen, dass der Partner das gerne vorher sehen möchte, bevor ich es veröffentliche und ja, deswegen werde ich das vermutlich heute machen. Und wenn ich dann schon geschminkt bin und halt alles so aufgestellt habe, habe ich mir überlegt, ob ich vielleicht gleich noch ein oder zwei andere Videos drehe. Das muss ich immer noch schauen, wie motiviert ich bin. Sonst werde ich noch ein paar E-Mails beantworten. Habe ich zwar heute auch schon zu Genüge gemacht, aber nimmt halt kein Ende so. Und sonst mal sehen. Man wird sehen, was ich sonst noch so mache. Keine Ahnung. Ich sollte auch aufräumen, aber ich glaube, ihr habt genug Aufräumsequenzen im letzten Clip gehabt oder halt da irgendwann vorher. Ich kann mich vage erinnern, dass ich hier aufgeräumt habe, aber es sieht halt jetzt eine Woche später wieder genauso schlimm aus wie vorher. Passiert. Aber gut, ich habe jetzt genug gelabert. Ihr werdet sehen, was ihr jetzt als nächstes zu sehen bekommt. 3 gefilmte Videos und ungefähr 7 kurze Nervenzusammenbrüche später, nachdem nicht so geklappt hat, wie es sollte und ich das eine Video nicht aufgenommen habe und das mir erst am Schluss bei der Verabschiedung aufgefallen ist, weil ich mich gewundert habe, warum da kein rotes Lämpchen blinkt, nachdem ich eine halbe Stunde gefilmt habe. Ja, gut, was soll's? Ich habe es nochmal gedreht und dann habe ich alle möglichen... Ran-Zoom-Sequenzen und sonstige, extra Sachen noch gemacht. Und hier habe ich jetzt die Speicherkarte mit allen Daten. Mir ist auch ungefähr 3-mal der Platz ausgegangen und ich habe immer wieder noch was löschen müssen, weil meine andere Speicherkarte da drinnen ist und ich da jetzt nicht 10.000 Mal herum switchen wollte. Ja, auf jeden Fall habe ich das jetzt geschafft und jetzt ist es auch schon, 22.51 Uhr. Ich habe dann nämlich vorhin natürlich nicht direkt zu filmen begonnen, sondern es hat alles noch ein bisschen gedauert. Ich habe dann wirklich noch einen Haufen E-Mails beantwortet,
und ein bisschen rumtelefoniert. Ein paar Leute musste ich noch erreichen wegen verschiedenster Dinge. Und dann, bis ich mal geschminkt war und bis das Set aufgebaut war und dann die Umzüge zwischen den Videos und bla bla bla. Und jetzt, das ist einfach mal 10 vor 11. Ich wollte eigentlich heute Abend anfangen, schon zu schneiden, aber ich glaube, das packe ich nicht. Ich bin so tot. Ich bin einfach nur erledigt. Ich glaube, ich werde mich jetzt abschminken gehen und dann falle ich ins Bett. Ich werde vielleicht ein bisschen noch Germany's Next Topmodel schauen, also halt die Wiederholung online, weil ich habe es ja genau verpasst, weil ich nicht früher dazu gekommen bin, meine Arbeit zu erledigen, aber was soll's. Wie gesagt, es ist spät. Ich habe sehr viel geredet heute, deswegen wundert es mich, dass überhaupt noch ein gerader deutscher Satz rauskommt. Das war es jetzt erstmal für heute. So, dann melde ich mich auch mal wieder zurück. Ich bin mir gerade nicht zu 100% sicher, was mein letzter Clip war. Ich glaube, ich saß aber hier auch auf dieser Couch. Ich wage mich zu erinnern. Es war gestern oder vorgestern, eins von beiden. Es war ein bisschen chaotisch. Auf jeden Fall ist heute Samstag. Nein, dann muss es vorgestern gewesen sein. Wir haben jetzt, wo ist eine Uhr? 12.41 Uhr. Also es ist ja nicht mehr ganz morgen. Ich bin allerdings auch schon etwas länger wach, habe meinen Kaffee getrunken, beziehungsweise habe hier nochmal aufgefüllt und habe auch schon brav gearbeitet und dann Videos geschnitten und ein bisschen Office gemacht und lauter so Sachen. Und ich habe jetzt ganz viel auch das Fenster offen gehabt und es ist so schön warm draußen, dass ich gerade am Überlegen bin, ob ich vielleicht spazieren gehen soll. Das wird sich irgendwie ganz gut anbieten. Allerdings, hier in der Stadt ist das ein bisschen doof, deshalb bin ich am Überlegen, ob ich nicht so ein bisschen weiter rausfahren soll nach Niederösterreich. Das wäre irgendwie ein bisschen netter. Deswegen, ja, da überlege ich jetzt noch so ein bisschen. Ansonsten ist für heute eigentlich nicht viel geplant. Ich wollte eigentlich anfangen, die Bilder zu malen, aber ich bin so ein bisschen unmotiviert. Und ich glaube, dann hat das halt auch nicht so wirklich Sinn. Dementsprechend, ja, werde ich jetzt vielleicht noch ein bisschen weiterarbeiten. Und dann, je nachdem, wenn ich rausgehe, werde ich euch auf jeden Fall auch noch mal kurz mitnehmen. Also wir sehen uns definitiv später noch. So, kleines Update zu vorhin. Ich war jetzt duschen und habe Haare gewaschen und bin jetzt so fertig gemacht. Also aber halt ungeschminkt, weil mich wird eh niemand sehen. Und ich habe beschlossen, ich werde jetzt bisschen ins Grüne fahren und dort spazieren gehen und einfach so ein bisschen abschalten und vielleicht hilft mir das ja dann so ein bisschen zu entspannen, weil wie ich euch ja vorher erzählt habe, es ging mir jetzt in letzter Zeit nicht so gut und ich war irgendwie ein bisschen gestresst und ich hoffe einfach, dass es mir nach so einem Spaziergang ein bisschen besser geht und ich ein bisschen Energie tanken kann und einfach hier rauskomme, weil ich bin einfach jetzt schon zu lange eingesperrt und das halte ich nicht so gut aus, deswegen let's go, raus. Allerdings habe ich beschlossen, euch da jetzt nicht mitzunehmen. Ich hatte kurz darüber nachgedacht, aber ich bin sogar am Überlegen, ob ich mein Handy da lassen soll und einfach wirklich so komplett ohne irgendwelche äußeren Einflüsse mich nur auf mich konzentriere und spazieren gehe. Aber ich weiß es noch nicht genau, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich ohne Handy hin bzw. wieder nach Hause finde. Aber das werden wir sehen. An dieser Stelle werde ich jetzt allerdings mal den Vlog beenden. Ich weiß, es war jetzt vielleicht nicht so spannend, aber ein paar wollten halt Alltagsvlogs haben. Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass die kommende Woche ein bisschen mehr passieren wird. Es wird ja jetzt auch hoffentlich Lockerungen geben und wenn man dann auch wieder Menschen sehen darf, dann kann ich auch wieder mehr machen und ich muss ja die Bilder auch noch malen und da haben ja auch ein paar von euch auf Instagram geschrieben, dass sie das gerne im Vlog sehen würden, wie ich das mache und deshalb, wird das wohl passieren. Außerdem wollte ich so ein bisschen
Wohnung umräumen. Das werdet ihr dann ja alles noch sehen, was da so passiert. Ihr findet jetzt auf jeden Fall mal hier den Vlog vom letzten Mal und da noch eins meiner anderen Videos. Und hier könnt ihr mich sehr gerne abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!